Der Maler Peter Breuel hat auch Erinnerungsräume gebaut in seinen Gemälden. Sie sind Panoramen der Zeit. Weltberühmt ist sein Bild Die Kreuztragung Christi, ein Höhepunkt ikonografischer Darstellungstechnik. Kunsthistoriker haben es in allen Details und Perspektiven untersucht und analysiert. Ein Film bietet jetzt einen völlig neuen Blick auf das Gemälde. Ja, er lässt uns, den Zuschauer, mit Haut und Haar eintauchen in das Bildgeschehen. Breuel-Figuren zum Leben erwecken? Unser Schweizer Kollege Sebastian Günther zeigt, wie der Regisseur das macht in seinem Film The Mill and the Cross. Wien, Kunsthistorisches Museum. Die Kreuztragung Christi von Peter Breuchel dem Älteren. Gemalt vor knapp 450 Jahren. Eine dichte niederländische Szenerie mit über 500 Figuren. Die Kreuztragung selbst ist kaum zu erkennen. Rote Reiter dominieren das Bild, das eigenartig fremd bleibt. Was steckt hinter dem Sichtbaren? Welche Botschaften hat Breuchel hineingemalt? Der Film taucht ein in diese fantastische Bildwelt, erweckt sie zum Leben und zeigt die Realität eines Landes unter brutaler spanischer Herrschaft. Flandern unter dem Terror der Inquisition. Mittendrin der Maler selbst. Breuchel versetzt die Kreuzigung Christi in seine Zeit. Bei ihm sind es die Spanier, die Jesus kreuzigen. Widerstand regt sich. Selbst bei Breuchels adligen Auftraggebern. Schaut euch das an. Sie vergewaltigen und erniedrigen unsere Körper und Seelen. Glaubt ihr, das malen zu können? Ja. Wie? Ich will wie die Spinne arbeiten, die ich heute Morgen ihr Netz weben sah. Zuerst muss ich einen Ankerpunkt finden, hier in der Mitte. Ich zeige den Erlöser auf dem Weg nach Golgatha, geführt von den spanischen Soldaten in ihren roten Waffenröcken. Obgleich im Zentrum meines Bildes muss ich Christus doch verbergen. Warum wollte er ihn verbergen? Weil er das Wichtigste ist. Auch der Regisseur Lech Majewski konzentriert sich in seinem Film auf das Wesentliche, die Kraft des Bildes. Was für den Maler die Grundierung ist, dem Regisseur der Bluescreen. Die Hintergründe hat er meist selbst gemalt und legt sie dann Schicht für Schicht unter seine Figuren. Die Bildsprache meines Filmes und seine Erzählstruktur sind dicht an der Malerei. Ich habe noch nie einen Film gemacht, der derart viel Zeit und Aufwand erfordert hat. Für mich war das Aufregendste, Breuchel auf Augenhöhe zu begegnen. Ich habe immer gesagt, wir sollten mit den Toten sprechen. Die haben oft mehr zu sagen als die Lebenden. Majewskis Film erzählt die Ereignisse eines Tages, vom Sonnenaufgang bis zur Kreuzigung Christi. Breuchels Bild dient ihm dabei sowohl als Thema wie auch als Drehbuch. Das eröffnet eine neue Sichtweise auf das Gemälde. Die meisten Bilder zeigen Gott, wie er die Wolken teilt und missbilligend auf die Welt herabschaut. In meinem Bild nimmt der Müller seinen Platz ein. Er ist der große Müller im Himmel, der das Brotmehl des Lebens und des Schicksals malt. Gott stoppt auf Handzeichen das Weltgeschehen. Breuchel arrangiert sein Bild fertig. The Mill and the Cross ist mehr als ein Film über ein bedeutungsvolles Renaissance-Gemälde. Es ist eine poetische, bildgewaltige Hommage
an den flämischen Meister Peter Bröchel.